Check. Gut, für dich, du übernimmst die Verfassung erst auf Ort, die Einsatzleiter. Passt perfekt. Maxi nimmt gerade Geisel. Maxi? Ja. Geiselstaatsbank. Oh, und die Leitstelle wurde wohl auch gerade aufgenommen. Vermutlich scharfe Waffen, schwere Waffen gesichtet, AK. Oh, ja, das geht. Ja, ich verschiebe meine Gespräche. Jungs, machen wir Heavy Squad bei AK-Sichtung. So, Maxi, sind das unsere Maxis oben aus ja, Grapeseed? Ja, ja, ja. Gut, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Und wir fangen jetzt an aufzubauen. Entweder die wollen irgendwas, was es so nicht im Handel gibt, oder die wollen jemanden rauserpressen. Ja, ja, Matteo. Wollen jemanden haben wir einen im Knast? Ja, Matteo. Ja, Ramirez. So, wir sitzen mal auf. Okay, dann. Nee, wir sollen die auch aufsetzen. Die anderen Einheiten dementsprechend auch anfahren und die Abziehung. EL? Ebenfalls bestätigt. Wenn sie die Forderung kriegen mit, er will ihn aus dem Knast haben, ne? Überlegen sich, wie einfach man eigentlich aus dem Knast ausbrechen kann. Wenn er will, kann er das sowieso machen. Das ist eine Forderung, die scheißegal ist, die kriegen wir eh wieder. Genau richtig, das hatten wir schon gerade besprochen. Aber zögern Sie so lange raus, bis die anderen vom Spot da sind. Also für dich? Ja. Hört. Wir hatten noch nie eine Maxi-Situation, die nicht in einer Schießerei gelandet ist. Also für dich, wir haben aktuell neun Mann vom Spot. Weiter weg, am besten machen wir uns noch hinter dem Tattoo-Studio. Da ist noch eine mit orangen Hosen. Ist einer geflüchtet von denen? Maxi-Fahrer aufgehangen da. LS3 ist für Sie ebenfalls an der Kreuzung. Das ist unsere Antwort auf eure scheiß Maxi-Fahne. America, fuck yeah! Wie das aussieht. Das wird so knallen nachher. Ja, ich habe ein bisschen Zeitüberbrückung. Geisel rausholen und wegmachen. Im Optimalfall. Weißt du, was das Krasse ist? Ich kann mich daran erinnern, dass vor drei Jahren oder dreieinhalb Jahren die Mexikaner hier waren und eine riesengroße Geiselnahme gemacht haben, weil sie eine Fahne haben wollten an ihrer Farm, eine mexikanische Flagge. Ja, dann hat das auch so Ewigkeit gedauert, bis sie da eigentlich angeliefert wurde. Und jetzt eben gerade, guck mal, was wir gemacht haben. Ja, so nebenbei. Die Frage auch nicht, voll wäre auf Caracara zu wechseln, wenn die mit Quatsch hier sind, ne? Das abchecken, ob das wirklich ist. Jack, wir kümmern uns drum. Ja. Eine Info vom DUC. Herr Matteo Reyes ist jetzt soweit abfahrbereit. Wir kommen dann auf Zuruf. Matteo Reyes. Standort aktuell. Man geht doch ans Telefon mit Jan Rufe. Da sind meine Mitarbeiter noch drin. Ja, ich gehe da gleich rein, wenn meine Mitarbeiter drin sind. Geht da rein in euer Auto, zieht euch einen Dübel durch, macht eine Hotbox raus und fertig. Aber wir dürfen hier stehen bleiben. Könnt ihr uns denn verraten, ob wir schon die Identitäten der Geiseln haben? Ja, ich steig ein, du brauchst nicht auf mich ziehen. Nein, ich will nicht, ihr sollt eine Hotbox da draußen machen, ich helfe euch nur. Danke. Könnt ihr uns trotzdem verraten, ob ihr die Identitäten der Geiseln schon habt? Nee, nicht alle. Wir sind noch dran. Geht rein jetzt, stirbt das Ding. Seht zu, dass du da hinten fährst, dann schon wieder rein. Ja, stirbt das Ding jetzt. Der nächste Person auf dem Dach. Na, Warnweste, genauso gleiches Dach wie in Reason News. Die Info geht an Ghost. Tantor hab ich so mit. Was, wir haben sogar Leute auf Dächern, hast du gehört, ne? Echt? Von denen. Schicken Sie die Person am besten mal weg. Platz nach Ben Armstrong aus. Taktik gehört. Ach, Armstrong ist auf dem Dach, Junge. Armstrong, komm da vom Dach runter, oder ich hol dich da runter, du kleine. Beweg deinen Arsch da runter! Von der dritte Geisel wurde gesichtet, Adriano Paris. Frage, kriegen Sie es hin, dass wir erstmal abmachen, dass die Personen erstmal. Lass uns fahren wir nach hinten, wo die Leiter ist. O'Brien und ich gehen bei Armstrong hoch. Nein, ich will noch weg! Stehen bleiben! Also Hände über den Kopf. Warte mal kurz, ich muss kurz genau angucken. Erstmal alle in dem Moment vielleicht im besten Fall den Ausweis bekommen. Okay, danke. Durch Überbrückung, bis die Person, was? Also bis der Array ist. Ich wollte nur gucken, wie du aussiehst. Wieso? Einfach so. Was machst du hier? Du hast nichts mit den Mexikanern zu tun. Also so viel Langeweile, dass du dich jetzt hier mit einmischen musst, oder was? Nein, die Geiselnahme ist mir scheißegal. Ja, warum bist du hier? Sag ich nicht.
erzählt mir. Das sei einfach, du gehörst dazu und du kommst mit dem Knast, bis die Sache geklärt ist. Dazu müssen wir die alle festnehmen. Das dauert locker ein, zwei Stunden. Nein, ich gehöre nicht dazu. Ich habe nur gehört, dass hier was ist. Ich wollte gucken, sag mir, was du hier gemacht hast. Ich wollte wissen, wer hier so rumspringt. Dann habe ich dich gesehen. Das wollte ich eventuell auch wissen. Und dann, ja, reicht mir doch schon. Warum willst du wissen, dass ich hier bin? Was du? Sache ist. Was ich lieb? Sache ist. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Warum willst du wissen, dass ich hier bin? Ich wollte allgemein gucken, wer hier so rumhüpft. Laber hier, zu melden. Du gehörst dazu. Ich steck dich in einen Knast, bis er geklärt wird. Ich hab mit den Maxis nichts zu tun. Dann gib mir einen Grund, warum du hier bist. Ich bin schaulustig. Piss dich jetzt runter. Nimm mir mal fest. Ach so. Nee. Hin und her. Nein, nicht mehr gesichtet, aber das ich wusste, nicht gehen. Also die Aussage mit bleib mal stehen, ich will dich angucken. Und die Aussage, du hast mich gesucht, war mir ein bisschen stutzig. Also, du kennst doch Brian, mein Bruder. Ja, der war mir doch klar. Was will der von mir? Warum habt ihr mich gesucht? Er will predigen. Jetzt, wo ich gesehen habe, dass du in SWAT-Kleidung bist, kann ich gleich sagen, Bro, das wird nichts, der ist beschäftigt. Wofür habe ich ihm denn sonst eine Presseweste? Ja, von mir aus kann er. Der hat mich gespottet. Trau die sich nicht. Nein, Brian, mich hoch. Ja, die Pflacht wegen ihm gut. Weiß ich nicht. Vielleicht will er dir den, ja vielleicht doch, vielleicht will er dich hochsehen und dir den Hut abziehen. Also entweder gehört er zu den Mexikanern oder er hat mich für Brian gesucht. Ich orte den jetzt mal. Den Armstrong? Wir wissen, ob der hier weiter spottet oder irgendwo hingefahren ist. Der ist beim Sisyphus-Theater. An der Straße. Also nördlich vom Sisyphus-Theater. Oben Maxidorf. Hä? Achso, die sind oben Maxidorf jetzt. Da geht's weiter. Durch das Kommen haben die sich im Keller verschanzt. Ganz kurz vor euch, wir haben bereits gestürmt. Die sind runter, vier Kollegen sind runter, um den Keller zu clearen, sind in eine Falle getappt, sind umgeschossen worden. Die haben wir gerade alle raus verhandelt. Die kriegen wir jetzt beide dann und dann gucken wir weiter. Ich will erstmal unsere Kollegen haben, dann ist mir alles egal. Erstmal unsere Jungs haben und sobald die draußen sind, können wir gucken. Wenn wir die auch rauskommen lassen, dann wie die Falle, die Mäuse in die Falle tappen lassen und so weiter. Oder ob die da unten den Tunnel bis nach Mexiko graben, ist mir egal. Ich würde ja einfach zuspawnen, solange bis die Kanzlerin. Also wollt ihr die ganze entgegennehmen und dann sozusagen abziehen und warten, bis sie rauskommen? Oder was? Ja, wahrscheinlich, das Smoken-Idee ist auch eine geile Idee, aber meines ist gerade erstmal hier absichern und geiseln. Ich habe ja noch drei Jungs draußen stehen. Wenn ihr zu dritt von drei von euch zwei Schrotflinten mitnehmen könntet, wäre cool. Aber also das mit dem Smoke ist voll geil auf einem kleinen Raum. Da unten ist aber ein ziemlich großer Keller. Wenn wir da rein smoken, smoken wir nur die Treppe raus. Das wird nichts bringen. Das war die O'Brien, seine Idee war, so lange rein zu smoken, bis deren komplette Munition leer ist. In der Hoffnung, dass sie aber anfangen zu schießen, sobald da der Smoke reinfliegt. Ja. Genau, die werden halt ganz Zeit schießen, weil die nicht wissen, wann wir runterkommen, weißt du? So, das war der Gedanke da. Sobald wir alle Kollegen draußen haben, halten wir nur die Tür und dann können wir rumspielen, wie wir wollen. Ja, aber dann müssen wir schon Schild hin. Oder dann holt schon mal zwei Smokes ran, ne? Hier gibt Backup, ich geh mit. Du willst jetzt. Okay. Herr Tod, hinter dir und Brian, Herr Tod ist besser. Ja, die sind der absolute Vorteil. Also runtergehen ist überhaupt keine Option. Runtergehen ist überhaupt keine Option. Aber lass dich schießen. Die räuchern die aus. Ich bin kaputt gekommen. Hände. Kommen Sie langsam zu mir gekommen. Folgen Sie meiner Stimme. Die müssen irgendwann rauskommen, selbst wenn die denken, wir sind noch hier. Die können nur irgendwann rauskommen. Wir werden die einen nach dem anderen dann tasern, beanbaggen, wie auch immer. Komm hoch. Ja, ich will drei Personen, alle mit dem Waffen. Vorsichtig, langsam ausschalten. Nimm Taser und Beanbag. Zwei sind oben. So, Smoke Lounge an den Kellereingang zu smoken, Schild dran. Dann holen wir die eine Person aus dem Wohnzimmer raus. Eine Person auf einer Tür. Abholung
Gut, dann direkt mein Herz, wie denkst du den anderen? Frau Emma absetzen. Nein! Du Schwein! Das ist so eine Drecksau, ist das! Das ist so eine Drecksau! Stopp! Nimm sie mit. Okay, weiter geht's. Wer ist Hunde, ihr Mann? Bleib sie stehen! Nimm sie dir entgegen. Ich setze mal vorsichtig ab. Ja, machen wir. Okay, die Personen, die zu Fuß rausgerannt sind, die beiden haben wir in Verwahrung. Wie viele sind jetzt da noch drin? Ist unbekannt, aber wir ziehen uns jetzt zurück. Okay. Gut. Wir evakuieren jetzt noch alle Verletzten hier drin. Also kann sein, dass noch welche drin sein, aber wir haben ja, egal, sein, wir haben ja genug. Dass da noch welche sind, aber das Risiko gehen wir jetzt nicht ein. Wir haben das, ist gut, was wir ich finde eine gute Entscheidung. Cooler Einsatz. Wo fällt die Sammelstelle? Also was ist jetzt schon los? Wo fahren wir hin? Die Sammelstelle ist oben beim Flugplatz. Ach so. Nur die Tasernadeln gezogen werden, sollen wir den PD oder den Stack verbringen? Gut, dann einmal Info von der EA. Also, durch die Staatsanwaltschaft wurde jetzt gesagt, dass sie alle in Untersuchungshaft. Nicht nur vom Skript, sondern auch vom RP her. Bringst du die direkt ins State, sobald die behandelt wurden. Alle Einheiten somit? Ach so, Mann. Ja, gut, dann machen die das so. Ja. Habe ich eine aber das ist eigentlich chillig, dann werden die einfach nach und nach, einfach, wenn die mal wieder aufwachen, in 5 Jahren, eine nach dem anderen gemacht, dann brauchen wir nicht wieder 5 Millionen Einheiten für eine Razzia. Das ist ganz geil. Ja, eigentlich ist das cool. Kommt ihr bitte mal mit. Oh, bitte. Mir wurde gesagt, ich soll es sagen. Ich weiß nicht, ob das... Was ist jetzt los? Ich habe jetzt die Anweisung bekommen. Was? Bitte was? Evans ist tot. Ihr wollt mich verarschen. Laber nicht. Smith? Sag, dass das nicht wahr ist. Sie ist doch selber eine Triage. Es ist wahr. Dann einmal von der Einsatzleitung an alle Einheiten, die jetzt einen 981 haben. Wie gesagt, schon Untersuchungshaft eintragen und ebenfalls den Mut hineinbringen. Alle Einheiten sind... Wir müssen trotzdem den Einsatz zu Ende bringen. Tom, lass uns den Einsatz zu Ende bringen, Leute, für ihn. Damit er die mentalen Scheiß aus dem Weg wirklich, ich gehe aus, dieses kannst du vergessen. Du kannst nicht erwarten, bei jemanden, den ich 2 Jahre kenne, oh, ich mach einfach ganz normal weiter, als wäre nichts passiert. Ich weiß, dass es von uns erwartet wird, aber zum Beispiel, ich kann das gerade nicht. Ich kann das jetzt gerade nicht. 2 Jahre kennst du den. Und meinst du, Evans würde jetzt, wenn ihr das alles wegschmeißt, keine ordentliche Abarbeitung oder sonst was behoffen? Wir sind doch genug Leute, Fischer. Ist doch egal. Es geht darum, das ordentlich durchzuziehen. Wenn da irgendein Fehler passiert oder die irgendwas auf dem Fall ging, denkst du, Evans wollte das oder will das? Zieht das alleine für Evans ordentlich durch. Punkt check. Und ihr spricht dann mit der Chief of Police. HP45, Marvin Evans ist bei dem Einsatz gerade ums Leben gekommen. Weitere Informationen folgen in der Wichtigbox über das Lightchain-Dokument beziehungsweise unter den Appellen. Bis die letzten beiden? Ja. Meint ihr, es reicht nicht langsam? Wie lange terrorisiert ihr uns jetzt? Womit soll es reichen? Mit euren scheiß Sachen immer. Mit euren Geiseln, mit euren Bankräumen oder sonst was. Weißt du, dass wir immer wieder kommen? Ja, immer wieder! Und meint ihr, es reicht nicht langsam? Immer wieder sitzt ihr in den Banken oder sonst was und deswegen sterben gute Menschen! Gute Menschen, die wir seit Jahren kennen! Gute Menschen, die wir alles angezeigt haben, anvertraut haben! Alles! Dann sollte man vielleicht überlegen, wie man handelt, sie? Ja, ich werde es überlegen und du wirst mein Paradebeispiel! Ein Paradebeispiel dafür, dass wir mit unserer Justiz endlich mal hart durchgreifen! Ein Paradebeispiel dafür, dass wir wirklich mal hart bestrafen! Was uns gesetzlich zustößt! Du meinst mit deiner Justiz, wo ich in der 2 Wochen wieder draußen bin? Wart ab! Ich werd mit Morell das und der Investigation das durchziehen. Du freust dich noch, dass du in 3 Wochen draußen bist. Du würdest dich freuen! Du würdest dich freuen, wenn du vergammelst im scheiß Knast! Thank you.
2. Motor ab. Absetzen. Die Begleitfahrzeuge in den Köln schon. Absetzen. Und wechseln. Und zusammen aufbauen in der. Hinter den Plätzen, die vor Ort schon sind. Die Absperrbeiße sind euch auch dazu gehören. Gut, Ali und ich, wir gehen jetzt darauf. Also beim Kopf. Check. Zeigt euch ab, dass wir noch bereit sind. Ein Absperrbike hat mein Motor nicht ausgemacht. Faktor Fahrt aufnehmen. Reinmarschieren, kurz da innerhalb, ca. 15 Sekunden und dann hochgehen. Sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, liebe Verwandte und Freunde von Marvin Evans. Ich bedanke mich für Ihr zahlreiches Erscheinen, wenn uns auch dieses traurige Ereignis zusammenführt. Marvin Evans, geboren am 15.03.1994 in Kalifornien, war schon im jungen Alter begeistert von dem, was Soldaten und Polizisten in ihrem Leben leisten. Von klein auf an lauschte er seinen Vater, einen Drill Sergeant der US Army, etliche Geschichten mit großer Spannung und Neugier. Von den Taten seines Vaters begeistert fasste er den Wunsch, selbst in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Doch dieser wollte ihn davor schützen und wünschte sich, dass er einen weniger gefährlichen Beruf wählt. Ab hier, so könnte man sagen, beginnt der Werdegang von Marvin Evans, so wie wir ihn alle kennen. Er zog nach Los Santos und fing am 7.11.2022 beim Los Santos Police Department an. Er wurde ein leidenschaftlicher Polizist, sowie auch Swatler. Wir alle kennen Marvin Evans als liebenswürdigen, engagierten und disziplinierten Menschen. Er war ein Vollblutkopf, wie er im Buche steht. Immer engagiert, Zivilisten in Los Santos zu schützen, allem, was er hat. So wie seine Leidenschaft für das Wort. So auch am 11.06.2024 zeigte Evans seine folgende Leidenschaft für das Wort und allem drumherum, ohne zu ahnen, was genau an diesem Tag geschehen wird. Niemand von uns konnte ahnen, dass genau dieses Datum ein einschneidendes Erlebnis für uns alle werden wird. Während eines hochbrisanten Großeinsatzes gab er ganz alles, seine verletzten Kollegen aus einer schier aussichtslosen Situation zu retten. Diesen Einsatz an sich möchte ich selber nicht weiter ausführen, jedoch erlag unser Kollege am 11.06.2024 um 21.05 Uhr seinen Verletzungen. Mit ihm haben wir nicht nur einen guten und engagierten Kollegen verloren, sondern auch einen Menschen, der uns ein Freund gewesen ist und mit seinem offenen Ohr
uns jederzeit in jeder Lage helfen wird. Lieber Marvin, du bist mit deiner Schwester Kokodiana Stefke wieder vereint. Es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass du dort oben im Himmel nicht alleine sein wirst. Wahrscheinlich schauen du und deine Schwester Koko auf uns herab und ihr macht eure typischen Sprüche, die euch beide sogar kennt. Nun möchte ich einmal den Kollegen Belkopf nach vorne bitten. Dieser möchte nämlich auch noch etwas sagen. Sehr geehrte Freunde, Kollegen und Kollegen, am heutigen Tage verabschieden wir uns von einem guten Freund, Kollegen und auch Bruder. Jeder hier kannte Evans und jeder wusste, was für ein toller Mensch und Kollege er war. Er spornte stets andere an, besser zu werden. So auch mich. Wir alle sind Teil der Exekutive. Und heute hier, weil wir uns von ihm verabschieden, weil wir von ihm Abschied nehmen müssen. Sei durch einen Einsatz von uns. Doch bevor ich bereit bin, mich hier von ihm zu verabschieden, möchte ich ihm nochmal Danke sagen. Danke, mein Freund, für alles. Denn nur dank dir, Evans, konnte ich zu dem werden, der ich heute bin. Dank dir habe ich die Taktikausbildung erfolgreich bestanden. Du hast mich dazu inspiriert, mich im taktischen Bereich weiterzubilden, größere Ziele anzustreben. Aber das Schönste und Wichtigste ist, dank dir habe ich so starke und tolle Freunde und Kameraden wie euch alle gefunden, kennengelernt. Egal ob SAP, LSPD oder BCSO. Denn um es genau zu sagen, wissen wir alle, die Welt ist nicht flach, auch nicht viereckig und vor allem nicht immer rund. Sie ist des Öfteren kaputt. Und dann gibt es Leute wie Evans, die ihren Teil dazu beitragen, die Welt, wie sie ist, wieder zu reparieren oder sie sogar neu zu formen und zu etwas Besserem zu machen. Und deshalb, wenn jemals ein Tag kommen sollte, an dem es schwierig wird, so behaltet ihn und seine Taten stets in eurem Herzen. Denn dort wird er immer beständig sein. Also vergisst Evans, unseren Kollegen und Freund nicht. Er wird immer bei uns sein und uns begleiten. So wie auf uns achten. Danke, Evans, für alles. Wir werden dich vermissen. Dispatch, Blaze P 45. Dispatch to HP 45 Evans. Dispatch to SWAT Officer Marvin Evans. This is the final call for SWAT Officer Marvin Evans, badge number HB45. After nearly 2 years of dedicated service to the people of Los Santos and the state of San Andreas, SWAT Officer Marvin Evans, this is the end of your watch call. Rest easy, brother, we've got it from here.